Genau, das ist schon wieder dieser Hildebrand. Weil es Menschen gibt, die sind Masochisten. Den Hildebrand bringen sie immer wieder im Fernsehen. Weil sie sich ärgern wollen. Kennst du den Onkel Sigi? Ein Hildebrand. Und die sitzen dann vor ihren Endgeräten. Ist das nicht dieser Hildebrand? Ja, das ist also furchtbar, dieser Hildebrand. Mögen Sie? Wogegen ist es? Keine Ahnung. Aber Sie müssen drei nehmen, sonst wirken sie nicht. Ja? Wir kaufen Ihre Sendezeit. Ja? Weil wir sind für Sie der richtige Kanal. Nicht Fernsehen, Rhein-Main-Donau-Kanal. Nein, nein, auf so unseriöse Unternehmung lasse ich mich grundsätzlich nicht. Das ist die Mütze auf, Fasching, Kostüm, Zwang. Schauen Sie her. Ja, danke schön. Das wäre aber nicht nötig. Das ist schon recht, schlagen Sie her. Gehen Sie mit Ihrem Geld immer so um? Ja, wieso? Das sind doch Steuergelder. Schau mal, Dieter, du musst Folgendes aufpassen in deiner Sendung. Ja? Schau mal her. Die Geldgeber sind doch immer, jetzt hätte ich beinahe gesagt, allweil dieselben. Ne? Und die Politiker sind auch allweil dieselben. Ja. Jetzt musst du aufpassen, dass du in der Sendung nicht allweil wieder dieselben Witze machst über das. Verstehst du? Ja. Ich meine, wenn du zum Beispiel sagst, nicht, dass irgendein Politiker ein bisschen Geld gekriegt hat, ja, ne, dann ist das schon eine leichte satirische Überhöhung. Also das schon. Aber wenn du dann auch noch den Namen nennst, verstehst, und die Firma, dann wird doch die Sendung zu lang. Ne? Also dann wird die Sendung direkt langweilig. Und ich meine, der Politiker selber, der braucht doch deine Sendung gar nicht. Weil der weiß doch selber, woher er das Geld gekriegt hat. Ne? Dann sind Sie hier zuständig? Ja, das kommt drauf an, für was? Ja, ich möchte wissen, wie das mit der Genehmigung steht für das Landfahrertreffen. Was für Genehmigung? Da ist mir nichts bekannt. Ich komme vom SFB und... Woher? Da wissen Sie mehr wie ich. Woher? Vom SFB, Sender Freies Berlin. Schade. Warum? Aber es gibt bessere. Ja, ja. Und da wollen Sie... Und da wollen Sie hier... Eine Veranstaltung wollen Sie hier anmelden, nein, ja? Nein, 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 ich will dieses Landfahrertreffen filmen. Ja, was? Wie wen? Ja, die Sinti und Roma am 8. Was, Mai. Was, Zigeuner? Ja, so kann man sie auch nennen. Was, hier bei uns Zigeuner? Ja, hier in Bad Möllgrub. Ja, das geht ja gar nicht. Wir sind ein heilklimatischer Kurort. Staatlich anerkannt. Aha, Sie wollen also die Genehmigung nicht geben für diese Wir Landorte. Sind ein staatlich anerkannter Heilkurort. Wir leben von einem guten Ruf. Wir kennen hier keine Zigeuner da. Das Herr ist ja. Kraftig, Herr Kraftig, würden Sie uns die Gründe für die ablehnende Haltung, würden Sie in einem Interview die öffentlich äußern? Moment, Moment, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Wir haben gegen keinerlei Gruppen irgendeiner Bevölkerung auch nur die geringsten Vorurteile. Wir sind ja schließlich eine Halbdemokratie. Ja, wir haben eben gesagt, Herr Kraftik, nein, wir haben in dieser Richtung überhaupt noch nichts da. Zweitens, aus obrig genannten Gründen kann ich Ihnen gar nichts sagen. Und es ist auch nicht substanziell verfügbar, wo wir das prüfen könnten. Nicht wahr? Wenn sich neue Aspekte ergeben, dann sage ich Ihnen, also Wiederschauen. Wiedersehen. Nein? Also, Wiedersehen. Ja, ich kann nichts, auch keine Stellungnahme. Gell? Wiedersehen. Wiederschauen. Jetzt kriegen diese Grattler schon eine Extrasendung. Nicht? Also, extra Sendung für Zigeuner. Soweit sind wir schon. Weit haben wir es gebracht. Das kann man sagen. Wissen Sie, diese Leute sind doch immer schlecht behandelt worden bei uns. Nicht? Was heißt schlecht? Misshandelt sind sie worden. Haben denn diese Leute immer noch nicht genug? Also, ich verstehe das nicht, diese Protestanten. Ich meine, die müssen doch auch irgendwie. Das muss doch ein Protestanten auch irgendwie. Gefallen tun. Der muss sich doch menschlich auch irgendwie davon berührt sehen, von solchen Devotionalien. Aber wenn Sie mich fragen, sind die gesamten Protestanten samt und sonders evangelisch. Ich habe jetzt leider nicht gehört, was Sie gesagt haben, Ach. Aber interessant.